Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem mittlerweile fünften Webinar in der PVA-Vortragsreihe Stay at Home, die wir, nachdem der Coronavirus die Welt und auch Österreich erfasst haben, aufgebaut haben. Wir haben jetzt seit 5 Wochen jeden Mittwoch ein Webinar mit den unterschiedlichsten Themen. Und sie werden sehr gut angenommen und es ist für uns eine Möglichkeit, die verschiedensten Themen, die die PV- und Speicherbranche betrifft, zu thematisieren. Mein Name ist Vera Imitzer, ich bin die Geschäftsführerin vom Bundesverband Photovoltaik Austria und ich moderiere das heutige Webinar und leite durch die nächsten Minuten. Unsere bisherigen Webinar waren, wie ich schon erwähnt habe, sehr unterschiedlich. Also unser erstes Webinar hat sich dem Thema Integration der Photovoltaik in die Infrastruktur und Mobilität gewidmet. Da haben wir Hubert Fechner, Obmann der Technologieplattform Photovoltaik, eingeladen, uns die unterschiedlichsten Möglichkeiten vorzustellen, wie man PV in den Verkehrsbereich quasi integrieren kann. Das zweite Webinar hat sich dem Thema Covid-19-Krise gewidmet, welche Chancen, Risiken, Herausforderungen es für die Branche der Elektrotechniker gibt. Da hat Daniel Nauschnick, Leiter der Arbeitsgruppe Erneuerbare Energie in der Bundesinnung der Elektrotechnik, seine Sicht der Dinge geschildert. Auch das Thema Sammlung und Verwertung haben wir schon thematisiert in unserem dritten Webinar. Da war Petra Lehner vom Umweltforum Haushalt bei uns und hat uns gezeigt, welche rechtlichen Vorgaben es gibt zur Sammlung von PV-Modulen, Wechselrichter und Stromspeicher. Und vergangenen Mittwoch haben wir das Thema der Integration von PV-Anlagen, von PV-Kraftwerken bzw. grundsätzlich von erneuerbaren Kraftwerken in das Übertragungsnetz thematisiert. Und da war Florian Pink von der APG online zugeschaltet, der uns gezeigt hat, welche Herausforderungen in Zukunft auf das Übertragungsnetz kommen. Wir haben jedes Webinar aufgenommen. Das heißt, Sie können jedes Webinar auch im Nachhinein nochmal nachhören, falls Sie eines der Webinare verpasst haben. Sie können es auch sehr gerne teilen an Kollegen, Freunde. Und wir freuen uns natürlich auch über Ihr Feedback zu den Webinaren. Aber zum heutigen Webinar. Ich habe schon angekündigt, bei uns ist heute Diplom-Ingenieur Dr. Johannes Hackner. Er ist selbstständiger Unternehmer und Inhaber eines technischen Büros. Und er wird uns heute zeigen, wie Energiegemeinschaften in Zukunft möglich sind, was hinter dem Wort Energiegemeinschaften steckt. Es ist ja so, dass Österreich EU-Vorgaben quasi umsetzen muss innerhalb der nächsten Wochen und Monate, dass eben nicht nur PV-Gemeinschaftsanlagen innerhalb eines Gebäudes möglich sind, sondern auch erneuerbare Energiegemeinschaften möglich sind, dass mehrere Personen, Unternehmen sich zusammenschließen können und gemeinschaftlich eine PV-Anlage betreiben können und auch den Strom daraus nutzen können. Und dazu wird uns Johannes Hackner eben heute die aktuellsten Diskussionen auch vorstellen, in welche Richtung es geht. Herr Hackner ist ausgebildeter Wirtschaftsingenieur der TU Wien und verfügt über 20 Jahre Berufserfahrung im Bereich Energiewirtschaft und Energietechnik, hat als solches auch ein großes Wissen über die technischen Regeln und Marktregeln für Strom. Er war unter anderem in der Planung eines Multi-Utility-Konzerns und war dort für die Leitung der Projektentwicklung für zahlreiche Ökostromprojekte zuständig, war dann auch dort Prokurist und bevor er quasi in die Selbstständigkeit gegangen ist, hat Johannes Hackner bei der Energieregulierungsbehörde, der E-Control, gearbeitet und hat dort unter anderem die technischen und organisatorischen Regeln, kurz TOR, quasi mitbetreut und dazu auch Vorträge gehalten. Bevor wir quasi ins Webinar, ins
konkrete Thema einsteigen, möchte ich noch kurz im Bundesverband Photovoltaik Austria vorstellen und die Möglichkeit nutzen, den Verband Ihnen näher zu bringen. Wir sind die Interessensvertretung für Photovoltaik und Stromspeicherung. Als solches machen wir große Kongresse, kleinere Veranstaltungen, aber wir sind noch im intensiven Gespräch mit den Landesregierungen, aber auch mit der Bundesregierung, wenn es um Gesetze geht. Konkret beschäftigt uns aktuell das Erneuerbaren-Ausbaugesetz, aber auch das ELWOG, was eben auch in Zukunft die erneuerbaren Energiegemeinschaften regeln sollen. Und hier sind wir im laufenden Austausch mit der Regierung, um die Rahmenbedingungen für den PV-Ausbau und auch den Stromspeicherausbau in Österreich zu adaptieren und zu verbessern. Wir haben schon eine Vielzahl an Mitgliedern. Ich habe Ihnen hier die ordentlichen Mitglieder mal auf den Bildschirm quasi geworfen. Wir freuen uns aber, wenn wir neue Mitglieder gewinnen. Das heißt, wenn Sie den Verband unterstützen wollen und unsere Arbeit unterstützen wollen, freuen wir uns, wenn Sie uns eine Beitrittserklärung schicken. Zum organisatorischen Ablauf, wie gesagt, die Webinare werden aufgezeichnet. Sie können es im Anschluss kostenfrei nochmal anschauen und verteilen. Wenn Sie Fragen haben, die im Zuge des heutigen Webinars auftreten, haben Sie die Möglichkeit, dass Sie die uns schriftlich zukommen lassen. Sie haben in Ihrem Bedienpanel, bei mir ist es auf der rechten Seite, die Möglichkeit, Ihre Frage einzutippen. Und Johannes Hackner und ich werden mit bestem Wissen und Gewissen versuchen, die Fragen zu beantworten, eben im Anschluss an den Vortrag vom Herrn Hackner. Dann möchte ich noch unseren Sponsoren danken, die das heutige Webinar unterstützen. Das ist die Firma Ecotec, die Firma Energy 3000 Solar und Fronius. Und ich möchte auch noch auf unseren Marktplatz verweisen, wo Sie die Kontaktdaten der Sponsoren finden, aber auch die Kontaktdaten der Firma Kyoto Solar, der Firma Kranich Solar und auch der Firma Our Power. Das sind Unternehmen, die im Bereich der Energiegemeinschaften schon einerseits sehr viel unternommen haben, aber auch sehr gute Ansprechpartner sind. Auf unserem Marktplatz kommen Sie über den relativ langen Link www.pvaustria.at/webinare/energiegemeinschaften. Wie gesagt, da finden Sie die Kontaktdaten zu den Firmen, die das Webinar auch unterstützen. So, damit bin ich auch schon am Ende meiner Vorstellung. Ich wollte noch kurz sagen, dass das heutige Webinar mit 240 Teilnehmer und Teilnehmerinnen unser bisher stärkst oder am meisten besuchtes Webinar ist. Das zeigt das große Interesse am Thema, weil wir uns und die gesamte Branche sehr viel von den Energiegemeinschaften in Zukunft erhoffen. Wichtig ist aber, dass dafür die gesetzlichen Grundlagen möglichst schlank gehalten werden, möglichst unkompliziert es möglich ist, Energiegemeinschaften umzusetzen. Da haben wir schon sehr viel gelernt, auch aus den PV-Gemeinschaftsanlagen, die ja jetzt schon möglich sind. Und diese Fehler müssen wir, wenn wir in die großräumigere Gemeinschaften quasi gehen, tunlichst vermeiden. Wir haben auch zum ersten Mal eine Frage eingebaut. Das heißt, im Laufe des Vortrags vom Herrn Hackner werden wir Sie mit einer Frage kontaktieren, die wir Sie bitten möchten zu beantworten und die wir dann auch kurz noch im Gespräch mit dem Herrn Hackner diskutieren möchten. So, ich möchte aber gar nicht mehr länger auf die Folter spannen. Ich übergebe jetzt das Mikro an den Herrn Hackner. Ich wünsche Ihnen einen spannenden Vortrag. Wie gesagt, wenn Sie Fragen haben, bitte stellen Sie die. Und ansonsten schalte ich mich jetzt stumm und übergib das Mikro dem Herrn Hackner. Vielen Dank, Frau Imitzer, für die Einleitung. Sehr geehrte Damen und Herren, einen schönen guten Morgen von meiner Seite. Ich bin froh und dankbar, dass wir also trotz Kontaktbeschränkungen diese Art des Informationsaustausches weiterpflegen können. Und möchte heute über Energiegemeinschaften aus wirtschaftlicher Sicht sprechen. Zwar insbesondere möchte ich einleitend auf die Gemeinschaften, also Gemeinsamkeiten und Unterschiede eingehen von Energiegemeinschaften
insbesondere im Vergleich auch zu den derzeit schon möglichen gemeinschaftlichen Erzeugungsanlagen gemäß ELBOG. Zum Zweiten, und das versuche ich dann eher kurz zu halten, die Rechte der neuen Energiegemeinschaften zu diskutieren, um dann beim dritten Punkt etwas näher den Aspekt der räumlichen Nähe zu beleuchten, der sehr, sehr wichtig und maßgeblich sein wird dafür, welche Größe solche Energiegemeinschaften haben können, beziehungsweise wie wirtschaftlich solche Energiegemeinschaften sein können. Und das ist auch dann schon der vierte Punkt, über den ich sprechen will, und zwar die Wirtschaftlichkeit von Energiegemeinschaften im Vergleich und auch Sensitivitäten will ich betrachten, um ein Gespür dafür zu geben, wo Chancen, aber auch Risiken versteckt sind, diese Gemeinschaften betreffend. Und wie schon angekündigt, wird es auch zum ersten Mal eine kleine Umfrage dazu geben, die ich am Ende des Webinars in der Zusammenfassung eingebaut habe. Wie Sie ja sicherlich wissen, gibt es ja bereits seit einiger Zeit gemeinschaftliche Erzeugungsanlagen. Dafür gab es oder gibt es den Paragraf 16a im Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz. Der Zweck dieser gemeinschaftlichen Erzeugungsanlagen ist, den Eigenverbrauch des gemeinsam erzeugten Stroms innerhalb der Gemeinschaft zu maximieren, um eben aus diesem gemeinschaftlichen Verbrauch heraus auch eine möglichst attraktive wirtschaftliche Situation zu erhalten. Vorteil bei einem Eigenverbrauch von selbst erzeugtem Strom ist ja, dass man weder Energiekosten noch variable Netzentgelte und Abgaben für diesen selbstverbrauchten Strom zahlen muss. Eine Voraussetzung allerdings für alle diese Modelle, sei es jetzt die gemeinschaftliche Erzeugungsanlage, aber auch Energiegemeinschaften, wie sie denn in den nächsten Monaten ausformuliert werden. Voraussetzung für all diese Modelle ist ein intelligentes Messgerät in der sogenannten erweiterten Funktion. Das heißt, es muss in Viertelstundenintervallen gemessen werden und diese Daten müssen auch dem Netzbetreiber zur Verfügung gestellt werden. Die gemeinschaftlichen Erzeugungsanlagen haben ja eine wesentliche Bedingung, und zwar der Anschluss solcher Erzeugungsanlagen ist nur an gemeinschaftliche Leitungsanlagen möglich, über die auch die teilnehmenden Berechtigten angeschlossen sind. Das sind üblicherweise die Wohnhausanlagen und innerhalb größerer Wohnhausanlagen auch nur die Hauptleitungen. Darin ist auch schon eine räumliche Begrenzung begründet, ja, weil bei sehr, sehr großen Wohnhausanlagen, die sich über mehrere Stiegen erstrecken, es oft nicht möglich sein wird, die gesamte Wohnhausanlage in einer Gemeinschaft zu organisieren, weil es eben derzeit auf Hauptleitungen beschränkt ist. Und hier kommen auch diese neuen Energiegemeinschaften aus dem Clean Energy Package ins Spiel. Ich habe ja dargestellt in der linken Spalte noch die grundsätzlichen Eigenschaften der gemeinschaftlichen Erzeugungsanlagen, wie sie derzeit das ELBOG vorsieht. Und daneben darzustellen die beiden neuen Energiegemeinschaften, und zwar die Erneuerbare Energiegemeinschaft oder Renewable Energy Community, die in der Erneuerbare Energierichtlinie der EU festgelegt wurde, als auch die Bürgerenergiegemeinschaften, die Citizen Energy Communities, die in der Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie angelegt sind. Diese Energiegemeinschaften decken sich in vielen Aspekten, weisen aber auch gewisse Unterschiede auf. Zum einen sind die Bürgerenergiegemeinschaften auf Elektrizität beschränkt, während die erneuerbaren Energiegemeinschaften über Energieträger hinweg organisiert werden können. Gemeinsam ist ihnen allerdings, dass in der Gemeinschaft eine offene und freiwillige Beteiligung möglich ist. Sie soll unabhängig sein, diese Gemeinschaft unter der wirksamen Kontrolle von Mitgliedern stehen, die entweder natürliche Personen, lokale Behörden oder kleine Unternehmen sind.
Des Weiteren sollte die Gemeinschaft, soll, darf die Gemeinschaft nicht rein gewinnorientiert sein, sondern soll ökologische, wirtschaftliche oder soll sozialgemeinschaftliche Vorteile für ihre Mitglieder oder das Gebiet vor Ort anstreben. Und nun komme ich zu einem wesentlichen Punkt, und zwar die räumliche Beschränkung. Hier sieht die Erneuerbaren, sehen die erneuerbaren Energiegemeinschaften eine Projektnähe vor. Diese Projektnähe muss national noch näher umgesetzt werden und das ist aktuell auch Gegenstand einer Diskussion. Bei den Bürgerenergiegemeinschaften wäre prinzipiell sogar eine länderübergreifende Teilnahme möglich, ist allerdings nicht sehr wahrscheinlich im Zuge der Umsetzung in Österreich. Welche Tätigkeiten können diese Gemeinschaften nun verfolgen? Und hier listen sich so die üblichen Tätigkeiten von Energieversorgungsunternehmen auf, nämlich erneuerbare Energie erzeugen, verbrauchen, speichern, vielleicht auch aggregieren, verkaufen. Bei den Bürgerenergiegemeinschaften ist noch erwähnt in der Richtlinie das Verteilen, sprich den Verteilnetzbetrieb. Allerdings ist auch hier fraglich, ob es da zu einer Umsetzung in Österreich dazu kommt. Somit möchte ich, wie schon eingangs erwähnt, auch nur kurz auf die Rechte der neuen Energiegemeinschaften eingehen und speziell darauf hinweisen, auf einzelne Punkte, die vielleicht mehr Augenmerk verdienen. Die Bewertung. Und zwar ist es festgeschrieben, dass bestehende Hindernisse und das Entwicklungspotenzial von Energiegemeinschaften von den Mitgliedstaaten bewertet werden müssen. Ja. Das heißt eigentlich, dass man hier durchaus auch als Branche eine professionelle Analyse und Bewertung einfordern kann und sollte. In dieser Bewertung werden vielleicht Hindernisse erkannt. Und sollten diese Hindernisse ungerechtfertigt sein? Die Hindernisse können administrative Hindernisse sein oder rechtliche Hindernisse. So sind diese zu beseitigen. Ein weiterer Aspekt, der sich bei der Formulierung der Gemeinschaften durchzieht, ist die Diskriminierungsfreiheit. Das heißt, die Energiegemeinschaften dürfen nicht diskriminiert werden, nicht durch andere Marktteilnehmer, zum Beispiel Energieversorger, aber auch nicht durch Behörden. Es soll faire, verhältnismäßige und transparente Zulassungs- und Registrierungsverfahren geben. Das heißt, bei den Genehmigungsvorgaben oder sonstige Regeln, die durch die Mitgliedstaaten oder deren Organe aufgestellt werden, müssen diese dafür Sorge tragen, dass keine unverhältnismäßig starke Belastung entsteht. Des Weiteren soll es faire, verhältnismäßige, transparente und kostenorientierte Netzentgelte geben für solche Energiegemeinschaften. Die Energiegemeinschaften im Gegensatz zu den gemeinschaftlichen Erzeugungsanlagen nach § 16a nutzen ja auch das öffentliche Netz. Es ist zuvor gesehen, weil eben es wird zwar die räumliche Nähe definiert, aber dazwischen liegt ein öffentliches Netz, ein öffentliches Stromnetz. Und für die Nutzung dieses öffentlichen Stromnetzes wird es Tarife geben, sagen wir Durchleitungstarife zu diesen Tarifen. Und diese Tarife müssen verhältnismäßig transparent und kostenorientiert sein. Das Ganze gilt natürlich auch für die Umlagen, Abgaben und Steuern. Das heißt, die Mitgliedstaaten müssen sicherstellen, dass die Beiträge der Energiegemeinschaften zu den Gesamtsystemkosten oder gesamten Netzkosten angemessen sind. Diese Systemkosten, also diese Beiträge, diese Tarife, sollen auch mit einer Kosten-Nutzen-Analyse geprüft werden, beziehungsweise mit einer Kosten-Nutzen-Analyse ist zu ermitteln, auch der Nutzen, den solche Energiegemeinschaften für das Energiesystem oder für das Netzsystem erbringen. Und hier möchte ich vielleicht nur auf den Aspekt verweisen, dass eine lokale Stromerzeugung, sprich eine lokale Stromerzeugung, wo der Strom in dem Gebiet, wo er erzeugt wird, auch verbraucht wird, grundsätzlich auch zur Senkung der Systemkosten im Verteilernetz beitragen kann.
Ja, es gibt dazu auch schon Untersuchungen, soll ein Argument sein, dass es auch mit zu berücksichtigen gilt. Des Weiteren sollen Energiegemeinschaften Zugang zu Kapital und Informationen haben, weil eben die Finanzierung zum Beispiel auch von Machbarkeitsstudien für Energiegemeinschaften schwerfällt. Der Mitgliedstaat, also Österreich, sollte auch die Förderprogramme hinsichtlich der Wirksamkeit für Energiegemeinschaften analysieren. Und zuletzt, Energiegemeinschaften sollen auch sozial schwachen, energiearmen Bürgerinnen und Bürgern oder Mieterinnen und Mietern den Zugang ermöglichen. Auch dazu sollten Mitgliedstaaten Maßnahmen zur Förderung dieses Ziels ergreifen. Das war jetzt eine kurze Zusammenfassung der Gemeinsamkeiten und Unterschiede, also auch der Rechte der neuen Energiegemeinschaften. Möchte ich zu dem Thema kommen, das eigentlich den Hauptteil meines Vortrags ausmacht, nämlich die Diskussion der räumlichen Nähe und der Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit von Energiegemeinschaften. Was diese Nähe oder diese räumliche Nähe bedeutet, müssen ja die Mitgliedstaaten definieren in der Umsetzung des Clean Energy Package. Ich liste hier nochmal ein paar Beispiele auf, die diskutiert wurden oder in Diskussion sind. Man kann die räumliche Nähe zum Beispiel definieren aufgrund der Netztopologie, aufgrund der Organisationen der Netzebenen. Die Netzebene 6 und 7 zum Beispiel ist die Niederspannungsverteilnetzebene. Das heißt, eine Energiegemeinschaft, deren räumliche Nähe auf die Netzebene 6, 7 beschränkt ist, die beschränkt sich auf den Netzbereich 400 Volt auf der Sekundärseite des Ortsnetztrafos. Es gibt auch die Diskussion, die Netzebene 5, das heißt die Mittelspannungsebene mit einzubeziehen, in verschiedenen Ausprägungen bis hin zu Netzebene 4 bis 7, das heißt vom Umspannwerkstransformator Sammelschiene sekundärseitig abgehend die Mittelspannung und Niederspannungsbereiche. Es gibt allerdings auch, und da kenne ich ein Beispiel aus einem anderen Land, ein fixer Radius, der geschlagen wird, zum Beispiel 5 Kilometer rund um eine oder rund um die Erzeugungsanlagen können Teilnehmer an der Gemeinschaft teilnehmen. Es gibt aber auch die Diskussion, um sich von dieser Netzebenen- und Netzorganisationsstruktur etwas zu lösen, auch die Idee Postleitzahlgebiete für diese Definition der räumlichen Nähe heranzuziehen. Jedenfalls bei all diesen Möglichkeiten ist es wichtig, dass man die Definition so gestaltet, dass sich grundsätzlich rentable Projektgrößen ergeben können. Ja. Weil speziell in ländlichen Gebieten, worauf ich dann in den nächsten Folien kurz eingehen werde, durchaus Nachteile ergeben können, wenn man nur die Netzwellen 6, 7 heranzieht. Warum? Man sieht hier noch einmal schematisch dargestellt die Netzebenenstrukturen, wie sie etabliert sind und auch rot umrandet das LWOG Paragraph 16a Objekt. Das heißt, das einzelne Gebäude oder die einzelne Hauptleitung, die die räumliche Nähe für gemeinschaftliche Erzeugungsanlagen definiert. Dann gibt es die Diskussion, eben die Netzebene 6, 7 als räumliche Nähe zu definieren. Würde bedeuten, vom Ortsnetztrafo abgehend den Niederspannungsbereich in einem Teil eines Ortes zum Beispiel oder in einem Stadtquartier. Diese Art der räumlichen Nähe würde allerdings ländliche Gebiete einigermaßen benachteiligen, weil, wie ich dann auf der nächsten Folie auch zeigen werde, diese Netzebene 6, 7 in dünn besiedelten Gebieten nur auf einzelne Straßenzüge beschränkt ist. Vielleicht Talschaften. Wogegen aber in Städten, die mehr vermaschte Netze aufweisen, natürlich dann eine größere Anzahl oder wesentlich größere Anzahl von Objekten galvanisch verbunden sein kann, auch in der Netzebene 6 und 7. Das könnte sich dann zum Beispiel so darstellen. Diese Informationen habe ich aus einer Studie
Analyse von Niederspannungsnetzen in Deutschland. Allerdings denke ich, kann man die Situation durchaus auch übertragen. Im Streusiedlungsbereich, typisches Foto von Streusiedlungen, hat man meist kleine Ortsnetztrafos. Die durchschnittliche Anzahl der Hausanschlüsse ist gering und damit auch das Potenzial von Energiegemeinschaften, zum Beispiel 10 potenzielle Teilnehmer. Das heißt ja nicht, dass die auch wirklich teilnehmen, sondern es ist nur das Potenzial, das möglich wäre. Das ist sehr gering. Damit kann man de facto ja in diesen Gebieten mit dieser Netzebene keine Projekte machen. Das wird sich nicht rechnen aufgrund der höheren Kosten, die solche Projekte mit sich bringen. Dann gibt es noch diese Gruppierungen von kleinen Weilern oder Ortschaftsteilen. Auch hier ist man mit durchschnittlich 18 Hausanschlüssen, vielleicht knapp über 20 möglichen Teilnehmern, auch sehr beschränkt. Dörfliche Strukturen in der Netzebene 6, 7, gut, da ist die durchschnittliche Transformatorgröße schon eine größere Leistung. Die durchschnittliche Anzahl der Hausanschlüsse wird größer sein. Man wird da schon eine gewisse Anzahl von Teilnehmern erreichen können. Dann im rechten Teil dieser Folie sind die städtischen Bereiche abgebildet, kleinvorstädtische oder städtische Bereiche. Hier gibt es den großen Unterschied. In den städtischen Bereichen gibt es meist auch vermaschte Netze. Das heißt, man hat größere Gebiete, die galvanisch miteinander verbunden sind. Da löst sich eigentlich dieser Nähebegriff etwas vom Transformatorbereich und man kann über diese Vermaschung dann schon ein sehr, sehr großes Potenzial erschließen. Und hier sieht man auch diese Ungleichheit zwischen Stadt oder dünn besiedelten, zwischen städtischen und ländlich dünn besiedelten Gebieten. Zu allerletzt noch der Gewerbebereich, weil theoretisch natürlich auch Gewerbebetriebe Teil von Energiegemeinschaften sein können. Auch hier gibt es typischerweise einen eigenen Ort, also ein Trafo, der diese Gewerbegebiete versorgt. Zum Beispiel 10 durchschnittliche Anzahl der Hausanschlüsse ist 10 Stück. Das heißt, man erreicht hier durchaus bei dieser Definition der räumlichen Nähe, Netzwerke 6, 7, kleine, also Gewerbegebiete. Wie stellt sich die Situation dar? Integriert man auch die nächsthöhere Netzebene? In diesem Fall die Netzebenen 4 und 5. Anhand eines Beispiels, ein ländliches Umspannwerk, mehrere Abzweige, teilweise verkabelt, teilweise in Freileitungen umgesetzt. Was hier auffällt, ist, dass in diesem Umspannwerksgebiet teilweise Stichleitungen, teilweise aber auch vermaschte Leitungen oder Kabeln existieren. Ja. Und durch diese allfälligen Vermaschungen der Mittelspannungsleitungen können auch in ländlichen Gebieten die Energiegemeinschaften eine wesentlich größere Anzahl an potenziellen Teilnehmern abdecken. Nicht nur Ortschaften, sondern vielleicht auch ganze Bezirksteile, weil solche Umspannwerksgebiete sich üblicherweise dann auf mehrere Gemeinden erstrecken können. Das heißt, die Miteinbeziehung der Netzebene 5, der Mittelspannung, ermöglicht die Teilnahme mittelgroßer Stromerzeugungsanlagen. Auch das ist ein Unterschied, weil größere Stromerzeugungsanlagen mit höherer Leistung üblicherweise auf höhere Netzebenen angeschlossen sind. Und je höher die Netzebene ist, die mit einbezogen wird in diese räumliche Nähe, desto größer sind auch die Stromerzeugungsanlagen, die an diesen Gemeinschaften teilnehmen können. Das heißt, in der Netzebene 5 haben wir die Möglichkeit, auch gewerbliche PV-Anlagen, Kleinwasserkraftanlagen oder Biomasseanlagen, die auch Strom erzeugen, teilnehmen zu lassen. Erstreckt man das Ganze dann auf die Netzebene 4, das wäre die Sekundärseite des Umspannwerks, dann könnten auch größere Stromerzeugungsanlagen teilnehmen, wie zum Beispiel Windparks. Hier allerdings nur, und das ist durchaus wichtig, sofern über die Sammelschiene auch Verbraucher mit angeschlossen sind. Windparks, die rein über Windumspannwerke in das 110 kV-Netz einspeisen, werden auch da nicht teilnehmen können. Und ein wesentlicher Aspekt bei all dieser Netzebenenbetrachtung ist, dass mit jeder zusätzlichen Netzebene, die einbezogen wird in diese räumliche Nähe, natürlich auch die Tarife für die Inanspruchnahme des öffentlichen Netzes innerhalb der Gemeinschaft dann steigen werden. Wenn wir nur die Kosten der Netzebene 6 und 7
als Durchleitungstarife reflektieren müssen, dann wird dieser Durchleitungstarif geringer sein als, als ein Durchleitungstarif in den Netzwerken 4 bis 7. Und diese höheren Durchleitungstarife bei einer größeren räumlichen Ausdehnung der Gemeinschaft, die schmälert natürlich auch die Erlöse dieser Gemeinschaft. Das ist ein Aspekt, den es zu betrachten gibt. Und damit bin ich auch schon bei der Wirtschaftlichkeit von Energiegemeinschaften und möchte da anhand von Beispielen oder eines Systembeispiels die Auswirkung dieser Ausprägungen auch darlegen. Grundsätzlich, warum oder wodurch rechnen sich diese Photovoltaik-Energiegemeinschaften aus heutiger Sicht? Und zwar durch den höheren Eigenverbrauchsanteil innerhalb der Gemeinschaft. Und da insbesondere nur bei dieser dynamischen Aufteilung, die aus meiner Sicht auch die einzige ist, die wirklich Sinn macht. Oder die in weiten Teilen Sinn macht. Und durch diesen höheren Eigenverbrauchsanteil, den man innerhalb der Gemeinschaft erreicht, gibt es auch geringere Strombezugskosten, weil eben die verbrauchsabhängigen Anteile von Energiekosten, Netzentgelten und Steuern entfallen. Und zuletzt kann die Gemeinschaft natürlich auch die überschüssige Energie, die nicht mehr selbst verbraucht wird, verkaufen. Allerdings fallen durch die Organisation einer Energiegemeinschaft, und das gilt jetzt für alle Energiegemeinschaften, für die gemeinschaftlichen Erzeugungsanlagen im Kleinen, als auch für die zukünftigen erneuerbaren Energiegemeinschaften oder Citizen Energy Communities. Es gilt, dass diese Organisation und die Abrechnung der Gemeinschaft erhebliche Overhead-Kosten verursacht. Und diese Kosten sind nicht gering. Die gehen in die Tausende Euros und diese Overhead-Kosten machen dann kleine Projekte auch schwer umsetzbar. Welchen Einsparungseffekt erzielt man mit solchen Gemeinschaften? Zum Beispiel die gemeinschaftlichen PV-Anlagen nach § 16a, die sich ja nur auf das Objekt beziehen oder auf diesen Nahbereich im Objekt und die Hauptleitung. Hier betragen die eingesparten spezifischen Bezugskosten für Haushalte, weil ja viele Teilnehmer bei solchen Gemeinschaften auch Haushalte sind, 13 bis 17 Cent pro Kilowattstunden. Das ist durchaus nicht wenig. Allerdings ist dieser Betrag inklusive Umsatzsteuer hier angegeben und er variiert auch je nach Energielieferant und Netzgebiet. Es gibt günstige Energielieferanten mit geringeren variablen, also Energiepreisen, und andere, die höhere Energiepreise haben. Also das kann variieren und insbesondere auch im Netzgebiet. Die Netzarbeitspreise liegen derzeit ja zwischen 2,87 und 6,14 Cent pro Kilowattstunde. Das heißt, je nachdem, ob Sie in Wien oder in Kärnten oder in Oberösterreich oder in sonst einem Bundesland leben, werden unterschiedliche Netzarbeitspreise zur Anwendung kommen. Und das beeinflusst natürlich auch die Wirtschaftlichkeit des Projekts. Ja, und an dieser Stelle möchte ich vielleicht da einen kurzen Exkurs machen, nämlich zu diesen Netztarifen, und zwar zur Entwicklung dieser Netztarife im Laufe der Zeit. Dargestellt in dieser kleinen Tabelle links sehen Sie aus der Systemnutzungsentgelteverordnung beziehungsweise der Vorgängerin der Systemnutzungsentgelteverordnung die Netzentgelte, die Netztarife für in diesem Fall Niederösterreich im Speziellen. Von 2012 bis 2020 aufgegliedert in Grundpreis, Messpreis, Arbeitspreis und Netzverlustentgelte. Der Grundpreis und der Messpreis sind fixe Komponenten, der Arbeitspreis und die Netzverlustentgelte sind variable Komponenten, sprich mengenabhängige. Und wenn man das jetzt bei einem durchschnittlichen Haushalt mit einem Stromverbrauch von 4000 Kilowattstunden berechnet, so ergibt sich ein gewisser Anteil an fixen Netzentgelten an den gesamten Netzentgelten. Und da kommen wir zu diesem Diagramm rechts. Was wir hier sehen, ist die Entwicklung der fixen Komponenten eines Haushaltes in Niederösterreich, der in dem Fall 18% 2012 in den letzten Jahren stetig im Ansteigen war und mittlerweile bei 25% ist. Es gibt Bundesländer, da ist dieser Anteil noch höher mittlerweile. Aber
dieser Anteil der fixen Netzentgelte, der tendenziell im Steigen begriffen ist, verschlechtert natürlich die Wirtschaftlichkeit von Eigenverbrauchsmodellen, also die Wirtschaftlichkeit auch von Energiegemeinschaften zunehmend und macht eigentlich generell auch das Energiesparen immer unattraktiver. Denn je geringer der Kostenfaktor ist, der auf der Menge lastet, desto weniger Anreiz haben Endverbraucher, die Energie auch wirklich einzusparen. Man könnte auch provokant sagen, diese strukturelle Entwicklung der Netzentgelte ist nicht klimaschonend, weil es natürlich zu tendenziell weniger Einsparungen führt. Ein Aspekt, den ich vielleicht auch dem Ministerium mitgeben möchte und der Regulierungsbehörde. Dann komme ich jetzt dazu, zu den eigentlichen Wirtschaftlichkeitsvergleichen. Und zwar habe ich anhand eines Beispiels, nämlich einer Photovoltaikanlage im Süden von Wien, verschiedene Aspekte durchgerechnet. Hier auf dieser Folie angegeben, auch ganz genau, woher die Daten kommen. Vielleicht ganz kurz, verwendet habe ich dann ein eigenes Simulationsmodell die PV-Erzeugung simuliert, als auch die Speicherung, die Eigenverbrauchsabdeckung berechnet, alles auf Viertelstundenbasis, angeschlossene dynamische Wirtschaftlichkeitsrechnung und für die Untersuchung von Wahrscheinlichkeiten auch das angeschlossenes Monte-Carlo-Modul. Das Wichtige, weil eben verschiedene Größen von Anlagen hier simuliert werden in den nächsten Folien, musste auch hinterlegt sein eine Kostenfunktion. Eine Kostenfunktion von PV-Anlagen mit verschiedener Leistungsgröße. Auch die einmaligen und laufenden Kosten für die Energiegemeinschaft, die ja zusätzlich darauf lastet, aus solchen Projekten. Mit berücksichtigt wurden auch die Investitionsförderungen gemäß Ökostromgesetz. Auch die PV-Erzeugung hab ich in dem Sinne aus BVGIS entnommen. Wichtig auch, da es sich um Haushaltsbeispiele handelt, habe ich zurückgegriffen auf eine große Datenbank, und zwar der Hochschule Berlin, die Haushaltslastprofile auf einsekündiger Datenbasis bietet, um eben auch die tatsächliche Abdeckung, Eigenverbrauchsabdeckung für verschiedene Haushaltskonstellationen durchzurechnen. Und natürlich auch, das ganze Projekt rechnet sich ja nur aufgrund der Einsparung variabler Strombezugskosten, in dem Fall die Netzentgelte aus der Systemnutzungsentgelteverordnung für Wien und die Energieeinsparungen, also die Stromenergieeinsparungen, Energiekosteneinsparungen aufgrund des günstigsten Anbieters aus dem Tarifkalkulator der E-Control. Das ist eines der wesentlichen Ergebnisse. Diese Grafik bedarf jetzt natürlich einer Erklärung. Es handelt sich hier um gemeinschaftliche Photovoltaikanlagen, das heißt Paragraph 16a-Objekte. Nach oben aufgetragen die Kapitalrendite im Sinne eines internen Zinsfußes dieses Projektes. Nach rechts aufgetragen die, wenn man so will, spezifische Größe der Photovoltaikanlage mit der Einheit Kilowatt Peak je Haushalt. Das heißt, man kann ja eine PV-Anlage geringer, also kleiner machen bei einer gewissen Haushaltsgröße als auch größer. Zum Beispiel ein Kilowatt Peak je Haushalt heißt bei 50 Haushalten eine 50 kW Peak-Anlage. Und nach hinten aufgetragen die Größe des Objekts an sich, also die Anzahl der teilnehmenden Berechtigten, um genau zu sein. Und natürlich ist es so, dass der Zinsfuß mit der Anlagengröße steigt. Also je Anzahl der teilnehmenden Berechtigten ist, desto höher ist auch das allgemeine Renditeniveau. Das ist irgendwie eine erwartbare Aussage. Zu den doch höheren Renditen, hier in Blau dargestellt, möchte ich sagen, dass aufgrund der begrenzten Anzahl an Haushalten pro Hauptleitung oder pro Stiege in einem Wohnobjekt
als auch aufgrund allenfalls begrenzter Dachflächen Anlagengrößen mit 100 teilnehmenden Berechtigten eher unwahrscheinlich sind. Ja. Weil das sich in der Praxis selten ergeben wird. Ja. Was man hier sehen kann, ist auch, es gibt einen Punkt oder ein Renditemaximum. Und dieses Renditemaximum ist in dem Fall rot 50 teilnehmende Berechtigte, zum Beispiel bei einer spezifischen Größe von 1,7 kW Peak je Teilnehmer. Ja. Das scheint eigentlich relativ hoch zu sein. Also auch ich hatte in der vergangenen Zeit immer wieder damit gerechnet und auch damit argumentiert, dass man rund 1 kW Peak pro Haushalt installieren sollte und das eine gute Größe wäre. Aber wenn man ehrlich ist und berücksichtigt die Fixkosten, die die Organisation so einer Gemeinschaft erfordert, insbesondere zum Beispiel die Informationsveranstaltung, die Vertragserstellung, den Steuerberater, die Genossenschaft, die organisiert werden muss und die Jahresversammlungen, die abgehalten werden müssen. Wenn man das mitbewertet, so lasten Fixkosten auf solchen Projekten. Und diese Fixkosten können mit kleinen Projekten nicht verdient werden. Dazu muss die ganze Projekt größer werden. Ich hatte auch schon einmal so einen Simulationslauf mit geringeren Fixkosten. Da verschieben sich diese Spitzen zu kleineren spezifischen Leistungen hin. Ja. Und je höher diese Fixkosten sind, die auf solchen Projekten lagern, desto mehr schieben sich diese Renditemaxima in Richtung größere spezifische Leistungen pro Haushalt. Ja, damit ist auch schon dieser kleine Zusatz erklärt. Bei kleineren Anlagen sollten die durch die Organisation der Gemeinschaft verursachten Fixkosten durch höhere spezifische Leistungen ausgeglichen werden. Gut, betrachten wir hier zum Beispiel diese kleinen Anlagenkonfigurationen, 10 teilnehmende Berechtigte. Bei 10 teilnehmenden Berechtigten können Sie im Vorhinein meist nicht sagen, welche Verbrauchsstruktur oder Verbrauchscharakteristik Sie unter diesen 10 Teilnehmern haben werden. Weil üblicherweise die Teilnehmer bis zur Umsetzung so eines gemeinschaftlichen Projekts nur Jahresverbrauchswerte aufweisen. Das heißt, es gibt also üblichen Ferraris-Zähler und es gibt nur Jahresverbrauchswerte. Sie wissen nicht, ob diese Objekte am Tag, in der Nacht, abends genutzt werden, also wie die Verbrauchscharakteristik sein wird. Und aufgrund dieser unterschiedlichen Verbrauchscharakteristika von verschiedenen Sets von 10 Teilnehmern ergeben sich Steuerungen bei der Rendite, bei der Wirtschaftlichkeit. Ja. Auch wenn der Erwartungswert hier zum Beispiel bei 3,9% Rendite liegt, das heißt der Renditewert mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, so streut dieser je nachdem, welche 10 Teilnehmer Sie erwischen in dieser Wohnhausanlage. Und diese Streuung kann man eben dann nur durch zum Beispiel eine Monte-Carlo-Simulation ermitteln. Eine wesentliche Aussage vielleicht, diese Streuung der Rendite, die wird dann mit steigender Anzahl an Wohneinheiten geringer und ab ca. 20 teilnehmenden Berechtigten kann man diese Streuung eigentlich auch schon wieder vernachlässigen. Wie geht es eigentlich Unternehmern in dieser PV-Gemeinschaft? Unternehmer müssen anders kalkulieren als Haushalte. Das heißt auch, Pauschalaussage, sie müssen mit geringeren Renditen rechnen. Für diese bisher dargelegten Wirtschaftlichkeitsrechnungen und Vergleiche habe ich dann eine Systemgrenze angesetzt. Alles, was sich innerhalb dieser Gemeinschaft befindet, nämlich die Erzeugungsanlagen als auch die teilnehmenden Berechtigten. Hier wird die Systemgrenze angesetzt und es wird alles betrachtet an Zahlungsströmen, das rein und rausfließt. So hat eine Gemeinschaft aus Endverbrauchern bestehend aus Haushalten und vielleicht auch Kleinunternehmen, die eben nicht umsatzsteuerpflichtig sind, Wirtschaftlichkeit begründet sich eigentlich durch die Einsparung der Strombezugskosten, der variablen Strombezugskosten. Und bei Haushalten kann man hier auch natürlich die Strombezugskosten mit Umsatzsteuer rechnen. Die müssen Sie ja dann nicht zahlen. Es entstehen natürlich Kosten für die Anlage und allenfalls gibt es auch noch Erlöse für den Verkauf von Überschussstrom.
Bei einer Gemeinschaft aus Unternehmern wiederum gibt es zwei wesentliche Unterschiede. Zum einen sparen sich die Unternehmer die Umsatzsteuer nicht. Das heißt, die Einsparung muss ohne Umsatzsteuer kalkuliert werden. Zusätzlich allerdings auch noch lastet auf diesen Unternehmern in der Gemeinschaft natürlich auch die Einkommensteuer oder Körperschaftssteuer. Aus diesen Aspekten heraus erklärt sich dann, dass man nicht nur eine geringere Stromkostenersparnis hat als Unternehmer, sondern auch Gewinnsteuern zahlen muss und dadurch gegenüber den bisherig vorher dargestellten Renditeerwartungen 1 Prozentpunkt geringere Renditeerwartung hat. Damit komme ich zum ersten Teil meiner Zusammenfassung. Und zwar hier verglichen die Auswirkungen der räumlichen Nähe auf die Renditeerwartung. In dieser Spalte sind die bisher möglichen gemeinschaftlichen Anlagen abgebildet. Verglichen mit erneuerbaren Energiegemeinschaften, bezogen auf die Niederspannungsebene, erneuerbaren Energiegemeinschaften, die in der Netzebene 5 und in Netzebene 4 mit berücksichtigen, sowie Bürgerenergiegemeinschaften. Wir haben hier die mögliche Anzahl der Teilnehmer bei dörflichen Strukturen sind hier üblicherweise auf Wohnhäuser beschränkt bei den § 16 Anlagen. Und in dörflichen Strukturen hat man auch keine so großen Wohnhausanlagen. Vielleicht 20 teilnehmende Berechtigte maximal. Vielleicht können es auch ein bisschen mehr sein. Bezieht man sich auf die Niederspannungsebene, Netzebene 6, 7, so sind bei dörflichen Strukturen doch noch immer Grenzen gesetzt aufgrund des Ortsnetztrafos und seines Einflussgebietes. In städtischen Strukturen gibt es dann etwas größere Potenziale, die hier in städtischen Strukturen bei den gemeinschaftlichen Anlagen durch Hauptleitungen begrenzt sind. Im Niederspannungsbereich können es allerdings auch ganze Stadtbereiche sein. Und bei den höheren Netzebenen eben schon gemeindeübergreifend ganze Städte. Die maximale Einspeiseleistung eines Teilnehmers, die beschränkt sich entweder durch die Aufnahmefähigkeit des Netzes am Netzanschlusspunkt in dieser Netzebene oder aber auch aufgrund der maximalen Höhe des Umsatzes für kontrollierende Mitglieder. Da gibt es ja auch diese Regelung, wonach Kleinunternehmer oder KMUs die sozusagen Grenze von 10 bzw. 50 Millionen Euro pro Jahr Umsatz eine kontrollierende Teilnahme ermöglichen. Damit können zum Beispiel hier einige ganz wenige, also wenige 100 kW große Anlagen eingebunden werden. Im Niederspannungsbereich dann wahrscheinlich 400 kW beispielhaft. Im Mittelspannungsbereich ist es dann schon in der Megawattklasse, um dann bei Umspannwerk-Sekundärbereichen dann schon Windparkgröße erreichen kann. Und die nächste Zeile ist interessant, und zwar ist hier abgebildet die mögliche Einsparung bei Netztarifen. Das heißt, gemeinschaftliche Anlagen nach § 16a können sich 100% der variablen Netztarife einsparen. Bei Anlagen, die in der Niederspannungsebene durchleiten, lasten zumindest die Durchleitungstarife der Niederspannungsebene auf diesen Projekten. Die Einsparung der Netztarife beträgt hier nur mehr rund 50%. Das heißt, man verliert hier schon, wir erinnern uns zum Beispiel 4, 5 Cent pro Kilowattstunde Netztarife variabel, dann ist die Einsparung hier bei statt 4 nur mehr 2 Cent pro Kilowattstunde. Und diese Einsparung sinkt, je größer das teilnehmende Gebiet sein wird. Also je höher die Netzebene ist, die inkludiert wird, desto geringer sind dann die Einsparungen, um dann bei Bürgerenergiegemeinschaften, die ja sowieso durch das ganze Netz durchleiten können, von Vorarlberg bis Wien, wahrscheinlich, auf Null. Grundsätzlich. Was macht das mit den Renditen?
Die Renditen, die wir vorher gesehen haben, nämlich bei kleinen Anlagen von, man eigentlich fast null, aber sagen wir, bei den 20 Wohneinheiten, glaube ich, war das die sinnvolle Größe bei 2,8% bis maximal theoretisch möglich 6,9% bei diesem Beispiel wohlgemerkt. Die sinken natürlich, wenn man wenn man die Einsparungen der Netztarife nicht mehr zur Gänze, sondern nur mehr zu 50% ansetzen kann. Und zwar hier zwischen 1 und 2 Prozentpunkten. Und diese Renditesenkung wird natürlich immer größer, je mehr Netzebenen in diese Gemeinschaft eingebunden werden. Aber es gibt auch Potenziale nach oben. Dieses Beispiel, das ich vorgebracht habe, dieses Beispiel, das hier auch diese Spanne aufmacht, geht von einer Ost-West-Orientierung der Module aus. Das heißt, würde man die Module ideal aufständern, sprich nach Süden orientieren mit einer dementsprechend 30-gradigen und noch höheren Aufständerung, sondern würde auch hier die Rendite durchaus noch knapp über 1% steigen können. Allerdings, wenn aus irgendwelchen Gründen die Investförderung entfällt, dann geht es genauso wieder nach unten, nämlich rund 1%, je nachdem, welche Konfiguration diese Energiegemeinschaft haben wird. Und wie schon erwähnt, die Unternehmereigenschaft, die Unternehmer müssen anders kalkulieren und deren Renditen sind aufgrund des sozusagen der Nichtanrechenbarkeit der Umsatzsteuer in den Kalkulationen auch geringer. Gut. Damit möchte ich eigentlich jetzt überleiten zu dieser Umfrage zur räumlichen Nähe und möchte vielleicht auch hier an dieser Stelle die Frau Imitzer bitten, die Organisation wieder zu übernehmen. Und zwar, die Frage geht dahingehend, wie soll die räumliche Nähe, die jetzt diskutiert wurde, bei erneuerbaren Energiegemeinschaften zukünftig definiert werden? Die räumliche Nähe beschränkt auf die Niederspannungsebene, Netzebenen 7 und 6. Das heißt, eine geringere Beteiligung ist an dieser Gemeinschaft möglich, weil natürlich die möglichen teilnehmenden Berechtigten beschränkt sind. Aber man kann sich mehr Einsparungen anrechnen und damit wird das Projekt wahrscheinlich wirtschaftlicher. Also es wird weniger wirtschaftlich aufgrund der Größe, aber es wird wirtschaftlicher aufgrund der Einsparungen. Das ist so ein Trade-off. Oder sollen höhere Netzebenen inkludiert werden, das heißt auch eine Beteiligung der Mittelspannungsebene bis hin zum UW, was allerdings zu geringeren Einsparungen führt, zum Eigenverbrauch. Oder soll man überhaupt auf Basis von Postleitzahlen diese räumliche Nähe definieren? Treffen Sie bitte jetzt Ihre Wahl. Und ich bitte auch die Frau Imitzer, wenn genug ausgezählt wurde, die Ergebnisse dann zu übertragen. Es wurden jetzt 63% der Stimmen abgegeben. Es ändert sich jetzt bei der Prozentabgabe nicht mehr viel, weswegen ich die Umfrage schließen würde. Es sind jetzt 65%. Aber ich würde sie trotzdem schließen und Ihnen das Ergebnis übertragen. Ja, das ist durchaus indifferent. Und man sieht hier auch an den Ergebnissen, dass sich dieser Trade-off, den ich vorher erwähnt habe, durchaus auch in der Meinung der Teilnehmer widerspiegelt. Nämlich für diese geringere räumliche Abgrenzung, also die kleinere räumliche Abgrenzung mit allenfalls mehr Einsparungen, haben gleich viel Teilnehmer votiert wie für die größere Definition der räumlichen Nähe mit allfälligerweise geringeren Einsparungen. Bei der räumlichen Nähe auf Basis von Postleitzahlen haben wir etwas weniger Stimmen erhalten, aber es spiegelt genau diesen Widerspruch eigentlich wider.
was durchaus interessant ist. Damit komme ich auch schon zur allerletzten Folie und Zusammenfassung. Und zwar, dass die potenzielle Teilnehmeranzahl bei Energiegemeinschaften nicht nur abhängig ist von den einbezogenen Netzebenen. Je mehr Netzebenen einbezogen werden, desto größer ist die potenzielle Teilnehmerzahl, sondern auch von der Netztopologie in städtischen und ländlichen Gebieten durchaus unterschiedlich. Ein wesentlicher Faktor solcher Energiegemeinschaften sind diese zusätzlichen Overhead-Kosten, die eigentlich nur durch größere Projekte, zum Beispiel die Einbeziehung einer höheren Netzebene, wieder kompensiert werden können. Dem entgegen stehen natürlich auch die geringeren Einsparungen bei Netzentgelten. Das hat sich ja gerade in der Umfrage auch wieder gespiegelt. Je höher die einbezogene Netzebene, desto leistungsstärker können auch die einzelnen teilnehmenden Stromerzeugungsanlagen sein. Und ein Aspekt, den ich vielleicht auch mitgeben kann, die finanziellen Nachteile der Energiegemeinschaften aufgrund ihrer wesentlich höheren Overhead-Kosten gegenüber normalen Eigenverbrauchsanlagen, ja, wie zum Beispiel Gewerbeanlagen, die könnten auch über eine adaptierte Investitionsförderung ausgeglichen werden. Sehr geehrte Damen und Herren, damit bin ich am Ende des offiziellen Vortragsteils, möchte mich natürlich für Ihr Interesse bedanken, möchte auch die Frau Immerzer bitten, allfällige Fragen noch weiterzuleiten und zu diskutieren. Und bedanke mich für die Aufmerksamkeit und Sie können natürlich auch im Nachgang jederzeit mich auch direkt kontaktieren. Vielen Dank und damit gebe ich vorerst das Mikro wieder zurück. Herzlichen Dank, Herr Hackner, für die Bewertung der Wirtschaftlichkeit von erneuerbaren Energiegemeinschaften in Abhängigkeit der Netzebenen. Unsere Umfrage ist sehr spannend und ich hätte mir gedacht, dass es eine klare Tendenz in Richtung einer Netzebene-Definition bzw. in Richtung einer Definition für die räumliche Nähe gibt, aber anscheinend sind unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer sehr ausgeglichen. Finde ich spannend. Es hat ein paar Fragen gegeben zum Thema Overhead-Kosten bzw. Abwicklungskosten für diese Energiegemeinschaften. Mit welchen Kosten Sie da quasi rechnen bzw. wie sich diese Overhead-Kosten zusammensetzen. Sie haben es in Ihrem Vortrag eh schon erwähnt, Akquise, Vertragserstellungen, Veranstaltungen. Wollen Sie dazu noch was sagen bzw. können Sie sagen, mit welchen Kosten Sie ungefähr rechnen würden? Ja, und zwar, ich kann auch die Quelle, also die Quelle ist, glaube ich, in der Präsentation auch angeführt, aber es fallen natürlich, wenn man so eine Gemeinschaft professionell organisiert, dass es nicht aus sich selbst heraus und auf Basis von Idealismus und Freiwilligenarbeit, dann muss zum Beispiel eine geeignete Organisationsform gewählt werden, zum Beispiel eine Genossenschaft, die muss gegründet werden, die muss bestellt werden. Für die Bürgerbeteiligung bei zum Beispiel größeren Wohnhausanlagen, dann muss es Bewohnerinformationen geben. Also für die Gründung der Genossenschaft zum Beispiel Hausnummer 1500 Euro, für die Abwicklung der Bürgerbeteiligung und die Bewohnerinformation, das sind vielleicht 2, 3 Termine, jeweils auch wieder mit Abendstunden, einige 1000 Euro zusätzlich. Für die Entwicklung eines Modells, das soll ja dann auch passen, das heißt, da gehören auch die Verträge dazu. Vielleicht muss da ein Steuerberater drüber schauen oder vielleicht muss man sogar irgendwo Muster durch einen Rechtsanwalt anpassen lassen. 4.000, 5.000 Euro. Die Gründung der Genossenschaft, die muss natürlich auch überwacht werden. Es muss regelmäßig was statt, also regelmäßig zusätzliche Kosten, die anfallen für die Verwaltung. Und das setzt sich dann schon einiges, da kommt einiges zusammen. Also das kann durchaus zwischen 5.000 und 10.000 Euro einmal Kosten verursachen und dann auch höhere laufenden Kosten.
Absolut, und deswegen ist es auch, wie Sie sagen, diese Abwicklungskosten müssen irgendwie finanziert werden, müssen irgendwie aufgebracht werden, gedeckt werden. Und eben, wie Sie sagen, wird hierfür wahrscheinlich eine Art Förderung benötigen vom Bund, damit diese Projekte umgesetzt werden, weil 10.000 Euro Abwicklungskosten ist schon ein immenser Budgetposten, der das Projekt möglicherweise zum Fallen bringen kann. Ja, Und deswegen wird es da genau. Förderungen brauchen, wie Sie auch sagen. Bei der Gelegenheit möchte ich auch nochmal auf unsere Webseite verweisen. Wir haben eine Online-Webseite zum Thema PV-Gemeinschaftsanlagen, also so wie sie aktuell bereits möglich sind nach Paragraph 16a im LWOG. Sie finden die Webseite unter www.pv-gemeinschaft.at und dort finden Sie auch Musterverträge, wie Sie quasi so eine Gemeinschaftsanlage umsetzen können, wer wo geregelt ist, wo die Wartung geregelt ist, die Haftung geregelt ist, wo geregelt ist, wer sich wie beteiligen kann, wie die Anteile abgerechnet werden und so weiter. Also da gibt es schon Musterverträge, auf die Sie zurückgreifen können und die zumindest ein bisschen die Kosten reduzieren können. Herr Hackner, Sie haben auch gesagt, dass die fixen Netzentgeltkosten oder der Anteil der fixen Netzentgelte sukzessive gestiegen ist in den vergangenen Jahren und dass das natürlich kontraproduktiv ist im Sinne des Klimaschutzes. Jetzt stehen wir ja vor einer neuen Konzeption, beziehungsweise wir stehen vor einer Überarbeitung der Netztarife, konkret unter dem Namen Netztarif 2.0, dass die Netztarife mehr in Richtung Leistungspreis und weniger Richtung Arbeitspreis verrechnet werden soll. Wie schätzen Sie das ein? Welchen Impact, welchen Einfluss hat das quasi auf das Thema PV und auch Gemeinschaftsanlagen? Also, es gab ja da vor rund einem Monat ein Webinar der E-Control zu dem Thema Netztarife für die Zukunft. Das ist auch jederzeit auf der E-Control-Seite abrufbar. Ich würde auch nicht sagen, dass diese Tarifreform per se zu höheren Fixkosten führt. Ich glaube, das war gar nicht die Intention, sondern die Intention war, die bisherigen Grundpreise, die leistungsunabhängig zur Anwendung kommen, umzuwandeln und einen Leistungspreis anzusetzen. Das ist natürlich auch eine Fixpreiskomponente. Aber es ist ein zusätzlicher Aspekt dabei, nämlich jemand, der das Netz stärker in Anspruch nimmt, weil er eben zum Beispiel eine Sauna und ein E-Fahrzeug hat, der wird dann mehr zahlen, auch so quasi an Grundpreisen oder mal an Leistungspreisen, als jemand, der so wie bisher diese Großverbraucher nicht hat und relativ geringe Leistungen in Anspruch nimmt. Und dieser Tarifentwurf zielt eigentlich nur darauf ab, im Großen und Ganzen keine Mehrbelastungen zu erzeugen, sondern die Inanspruchnahme des Netzes, also die Kostenwahrheit bei der Inanspruchnahme des Netzes zu erhöhen, indem man halt jemand so quasi bestraft, der punktuell hohe Leistungen zieht und jemanden belohnt, der seinen Verbrauch gleichmäßiger über den Tag oder über die Monate aufteilt. Das Thema Stromspeicher und Quartierspeicher ist jetzt in dem Vortrag noch wenig bis gar nicht thematisiert worden. Wenn man überlegt, dass große Stromspeicher oder eben Quartierspeicher eingesetzt werden in einer Energiegemeinschaft und die vielleicht sogar bei Unternehmen angeschlossen werden oder separat angeschlossen werden, auf Netzebene 6 oder 5, dann ist es ja so, dass wenn der Speicher für die Bewirtschaftung des Netzes genutzt wird, sowohl fürs Einspeichern als auch fürs Ausspeichern oder Ausspeisen mit Netzgebühren belastet wird. Was kontraproduktiv ist für einen wirtschaftlichen Betrieb. Wird es da was geben, damit Naja, man mehr Quartierspeicher einsetzen kann auch? also für die Quartierspeicher wird das Gleiche gelten wie für Photovoltaikanlagen bei diesen erneuerbaren Energiegemeinschaften. Sie werden mit einem Durchleitungstarif innerhalb der räumlichen Nähe belastet sein und der wird dann natürlich geringer sein als der derzeitige.
aber zum Beispiel eben 50% davon. Und im Grunde ist ja ein Speicher wie ein Entnehmer oder Einspeiser zu behandeln, so zumindest die Sicht der Regulierungsbehörde. Und damit mit genau den gleichen Abgaben oder Tarifen zu belasten, wie eben auch ein Einspeiser, ja, oder Entnehmer. Es sollte natürlich im Zuge der Umsetzung dieser erneuerbaren Energiegemeinschaft, wenn es dann Durchleitungstarife gibt, die dann geringer sind als die derzeitigen Netztarife, auch mit eben diesen geringeren Tarifen beaufschlagt sein. Wie gesagt, diese Tarife, die sind derzeit in Diskussion und E-Control entwickelt auch gerade jetzt diese Tage und Wochen die Tarife und diskutiert sie. Und wir werden da in wenigen Wochen oder vielleicht wenigen Monaten mehr wissen. Können Sie auch einschätzen, inwiefern die Erfahrungen aus den PV-Gemeinschaftsanlagen nach Paragraph 16a noch einfließen können in eine Überarbeitung des Paragraph 16a? Beziehungsweise ist gedacht, weitere Maßnahmen zu setzen, Lockerungen in den Gesetzen zu machen, damit der Paragraph 16a endlich das bringt, was wir uns eigentlich alle erhofft hätten. Ja, ich verstehe. Sprich. Da fällt mir zum Beispiel eben diese Hauptleitung ein, weil natürlich bei Wohnhausanlagen mit mehreren Stiegen, mehreren Hauptleitungen, wo sozusagen wirklich nur vorm Haus beim Anschlusskasten eine Sammelschiene überquert werden müsste und dann so quasi die nächste Stiege versorgt werden könnte, warum man für diese quasi nicht in Anspruchnahme des Niederspannungsnetzes dann trotzdem eigentlich die Nachbarstiegen nicht versorgen kann. Das ist ein Aspekt, der natürlich irgendwie unbefriedigend ist aus Sicht der PV-Branche. Das ist das eine. Das zweite, auch diesen nahe Begriff im 16a. Man muss halt wirklich schauen, dass man dann nicht das Kind mit dem Bade ausschüttet. Und es sollte zum Beispiel immer möglich sein, PV-Anlagen, die auf Carports installiert sind, die zu dieser Wohnhausanlage gehören, ebenfalls einzubeziehen in das als gemeinschaftliche Erzeugungsanlage. Also da muss man sich wirklich die jetzt nicht realisierbaren Projekte anschauen und argumentieren, warum die eigentlich trotzdem sinnvoll sind und man diese dementsprechenden Verbesserungsvorschläge auch einbringt bei einer LWOG-Novellierung. Ein Thema, was bei den Gemeinschaftsanlagen, PV-Gemeinschaftsanlagen auch immer wieder auftritt, ist das Mietrecht, wo die Zustimmung aller Bewohnerinnen oder Eigentümerinnen notwendig ist und auch das oft ein Hindernis ist, dass die PV-Anlage umgesetzt werden kann, wenn es mehrere Bewohnerinnen gibt in den Gebäuden drinnen. Also da gibt es einige Punkte, die wir da sicher einbringen werden, wenn es um die Überarbeitung des Paragraph 16a gibt, weil wir in den letzten 2 Jahren wirklich viel gelernt haben, woran die Umsetzung scheitert. Ich überlege gerade, ob ich noch eine Frage zulasse, weil eigentlich die Zeit schon vorbei ist, aber ich würde sie trotzdem gern stellen. Und zwar das Thema der Bürgerenergiegemeinschaften. Wer diese Bürgerenergiegemeinschaften quasi betreiben darf. Also da ist ja auch immer wieder die Rede von, es muss gemeinwohlorientiert sein, es darf nicht primär auf Gewinn ausgerichtet sein und so weiter. Das Thema haben wir noch gar nicht besprochen. Können Sie dazu noch ein paar Worte sagen? Also ich kenne ja, was das betrifft, grundsätzlich ja auch nur die Texte aus den Richtlinien und die der bisherigen Präsentationen zu dem Thema. Was diese Umsetzung betrifft, all dieser organisatorischen Dinge, da würde ich fast lieber an das Ministerium verweisen. Und zwar die Frau Dr. Hodasch, hoffentlich spreche ich das jetzt richtig aus, vom Bundesministerium, stellvertretende Abteilungsleitung Energierechtsangelegenheiten, hat ja schon zu dem Thema den einen oder anderen Vortrag gehalten. Und
ist sicherlich maßgeblich daran beteiligt, diese Umsetzung der Richtlinien zu schreiben. Sonst ist es derzeit so ablesbar, dass Beteiligen kann sich an der Gemeinschaft, können sich an der Gemeinschaft viele, weil allerdings wirksam kontrollieren kann die Gemeinschaft nur von Mitgliedern werden, die eben nicht vorher gewinnorientiert agieren und in ihrer Gemeinschaft eben diese ökologischen und sozialgemeinschaftlichen Ziele verfolgen. Okay, dann sind wir mittlerweile am Ende unseres Webinars angelangt. Herr Hacknecht, ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihren fundierten Vortrag zur Thema Energiegemeinschaften und die wirtschaftlichen Aspekte. Das Thema räumliche Nähe werden wir in den nächsten Wochen sicher noch öfters diskutieren. Ihnen, sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer, möchte ich danken für Ihre Aufmerksamkeit. Ich möchte auch nochmal unseren Sponsoren der Firma Ecotech, Energy 3000 Solar und Fronius danken für die Unterstützung des heutigen Webinars. Ich möchte Sie auch nochmal auf unseren Webinar-Marktplatz verweisen, wo Sie neben den Kontaktdaten der Sponsoren auch die Kontaktdaten von der Firma Kyoto Solar, Kranich und Our Power finden. Wie gesagt, das sind Unternehmen, die im Bereich der Gemeinschaftsanlagen sehr gute Ansprechpartner sind, beziehungsweise teilweise auch wie die Firma Our Power in dem Bereich schon auch Projekte entwickelt und ein kompetenter Ansprechpartner ist. Und zum Schluss möchte ich Sie noch auf unseren Newsletter aufmerksam machen. Er erscheint alle 14 Tage, ist kostenfrei und wird eben im zweiwöchentlichen Abstand an Ihre E-Mail-Adresse verschickt. Den können Sie sehr gerne abonnieren. Und wenn Sie sagen, Sie finden das toll, was der Bundesverband Photovoltaik Austria macht und Sie möchten unsere Arbeit unterstützen und Teil der Solarrevolution werden, würden wir uns freuen, wenn Sie bei uns Mitglied werden. Alle Informationen zur Mitgliedschaft und die Vorteile der Mitgliedschaft finden Sie unter www.pvaustria.at/mitglied-werden. Dann bleibt mir noch ein Ausblick auf das nächste Webinar. Nächsten Montag am 20. Mai um 10 Uhr wird Franz Esslesbichler uns die wichtigsten Punkte beim Betrieb einer PV-Anlage aus Sicht des Steuerrechts erklären. Es ist ein möglicherweise trockenerer Vortrag, aber nichtsdestotrotz sehr wichtiger Beitrag, damit man das Optimum aus der PV-Anlage herausholen kann, damit man weiß, wann bin ich wo und warum steuerpflichtig. Also das ist das Thema für die nächste Woche. Und damit habe ich, glaube ich, alles gesagt, was ich sagen wollte. Herr Hackner, danke nochmal für Ihren Beitrag. Vielen Dank. Wollen ebenfalls. Sie noch? Sehr schön. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder in 7 Tagen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und bis bald.